Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Bams. Ja, wir haben kläglich gescheitert gegenüber diesem Magieritter, was auch immer der Typ war. Beziehungsweise gegen alle sechs. Und ja, ich hab mir wieder die Mühe gemacht, ein bisschen zu leveln, ein bisschen Geld zu sammeln. Und jetzt würde ich erstmal sagen, ich weiß nicht, tun wir in dem Part jetzt nur aufrüsten oder gehen wir schon direkt wieder rein? Ich glaube, wir tun die Hälfte aufrüsten und dann schon mal im Weg da reingehen. Dann werden wir im nächsten Part hoffentlich gegen den Typen bestehen können. So, aber als erstes ballern wir die ganzen Shops auf. Ich hätte gerne Rüstungen am liebsten. Ja, 92. Wird. Dann mal gucken. Waffen wären auch gut. Oh, 96 schon. Na Gott sei Dank, Sonnenfalke. Blablabla. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kann man noch legendäre Fäuste? Okay. Die möchte ich dann doch schon auf 100 kriegen. Wenn das... Nein, das klappt natürlich nicht. Dann... Boah, 82 noch. Und 89. Geil. Da kriegen wir auch noch auf Level 100. Keine Sorge. So, Insekten haben wir voll wenig, ja super. Nichts bekommen, okay. Blätter. Wow. Level 96, perfekt. Neue Rabatte, Omega Elixir, ja super, ich habe mir gerade schon welche geholt. Was haben wir noch hier? Ich würde mal vielleicht ein paar Vögel hier reinballern. Das bringt sogar. Ja, immer schon mal passenden Waffen. Und... Was zum Teufel? Okay. Nee, nix. So. Habe ich hierfür auch schon? Nee. Was? Doch. Okay. Ein bisschen verpeilt gerade, ich weiß. Baller meinem Verdammt mal da rein. Und... was wollte ich noch hier? Die Piepmatze. Komm schon. Nein, das gibt's nicht. Da fehlt immer noch was. Und wir haben nichts mehr. Nein. Boah, ich möchte. Ich sollte mir vielleicht mal kaufen. Dann kriege ich ja auch noch. Ja, ich Idiot. Kriege ich auch noch Bonus. Ja. Kommen wir jetzt mal. Obwohl, wenn ich jetzt hier schon kaufe, dann kriege ich ja. Na. Ich weiß nicht. Ihr Blitzschutz kaufen wir das. Ich gehe lieber so gucken. Das ist auch blöd eigentlich. Dunkelpurpur. Ja. Zwei übersprungen gerne. Ich habe nicht vergessen, die alten zu verkaufen. Hatte ich das schon? Ich glaube schon. Okay, keine Ahnung, ich blicke irgendwie heute nicht so durch. Ein Glitzermantel für Mila. Und, ja, ich weiß nicht. Ein Zauberhut, den öffentlich auch Rowan hier ausrüstet, nicht Elvin. Danke. Was haben wir hier? Ein Halsband. Okay, wow, das klappt sogar. Ein Sternfilm für Jude. Den Elven ausgerüstet hat. Ma. Ein Stellennamen. Für Jude. Ma. Musa. Hä? Achso, ja. Ron, wo bist du hier? Du kriegst den Zauberhut, Mann. Du kriegst den Sternenelm. So. Und, Dingens, Leia. Mann! Aber ich glaube, sie hatte auch Dingens, ne? So Reife. Ich weiß halt noch nicht mehr. So. Okay. Dann die alten Sachen wieder verkaufen. Dann kriegen wir wieder Geld rein. Bams. Alles läuft nach Plan. Und wir haben jetzt voll wenig Geld nur noch. Vielleicht sollte ich meine ganzen Waffen verkaufen. Okay. Haben wir jetzt schon... Nein, das gibt's nicht. Ma.
Ich möchte mindestens eine super duper Waffe haben. Ich weiß auch genau, wie wir jetzt noch was bekommen hier. Gehen wir hier die seltsamen Kerne holen. Ruhig ein paar mehr. Müssen wir keine mehr haben. Haben wir nicht? Nein! Keine Ahnung hier. Irgendwas. Ein Phönixschwanz, ja, warum nicht? So. Geben wir unser ganzes Geld aus. Ich möchte mindestens einen Shop hier auf 100 bekommen. Dann habe ich ja Dinge zogen können, oder? Nein! Nein! Ja! Okay, perfekt. Level 100. Ja, dieser Laden hat den höchsten Level erreicht. Geil. Jetzt nochmal zum Waffenladen zurück. Aha. Und der Waffenladen Magnat. Die anderen leveln wir auch noch hoch. Auch wenn wir sie vielleicht nicht mehr brauchen, weiß ich nicht. So, oh mein Gott, sind die teuer. Holen wir die legendären Fäuste. Eidolon, das Unsterbliche. Und einmal der verdammte Stecher. Der Stecher. Hm. Was? Elises Stab ist immer noch besser. Das gibt's da nicht. Ich würde sagen, für die drei. Haben die jetzt auch? Ja. Da ich meine Waffen ja nicht verkaufe. So. Verweigere die Vergebung und trage deine Bürde. Hier passiert irgendwie gar nichts in diesem Part. Kann sein. So, jetzt leveln wir noch auf. Aber 7 Minuten gleich schon verballert. So. Diesmal möchte ich so Fähigkeiten ergiebig wie möglich leveln. Also hier, KP, ne, TP, auch gut. Vor allem, ich habe viel weniger FP, als ich Dingens habe. Fähigkeiten, die ich kaufen kann. Okay, gibt es vielleicht noch was, wenn man eine ganze Kugel hier vervollständigt? Ich glaube, das ist bald der Fall. Wie zum Beispiel hier! Nein. Noch nicht. Intelligenz brauchst du nicht, Alvin. So, hier ist nichts mehr. Auf der anderen Kugel vielleicht noch. Und ein guter Wert, den wir noch erhöhen können. Angriff, Verteidigung, hier Stärke. So, nächster. Mila. Sie hatte auch noch so ein paar Fähigkeiten. Was? Also. Und zack, jawohl. Beweglichkeit, Vitalität. Vitali. Hier direkt 2 wieder. Luftspannung und Angriff 2. So. Okay, nächste Kugel. Hallo? Was geht? Und hier ist wieder nichts. Da sind FP, die hätte ich gerne. Aber das dauert ewig, bis ich da hinkomme. Ja, super. Nee. Ah, hier. Hi. Oh, in dem Part passiert gar nichts. Dunkelschutz, das könnte vielleicht noch nützlich sein, weiß ich nicht. Hat er mit Dunkelheit angegriffen? Ja, ne? Als er Elise nachahmt, glaube ich. Und ihr Geschick, was soll's. So, Ron. Bei Ron und Jude sind, glaube ich, viele Sachen, die ich noch bekommen kann. Illusionsangriff, so, Stärke. Jump. Stärke, ja. So, wieder 2. Alter, so viele. Hier, hi. Geil! Magische Betäubung. Boah, ich komme doch gar nicht klar mit den ganzen Fähigkeiten jetzt. So, andere Kugel. Was weiß ich, Vitali oder irgendwie sowas. Hey! Na? Komplettschutz, so. Leia. Boah, hat sie ja unausgeglichen. Na, warte mal, ich sollte mich vielleicht erstmal umgucken. Na, sind hier irgendwie 2, 3 Fähigkeiten, die ich locker bekommen kann. Wie hier zum Beispiel. Oder hier. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht, aber egal. Jetzt auch keinen Bock, den... Elise! Ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen... So, sie bekommt einfach mal KP, weil sie es braucht. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ma! Okay, auf
Ich glaube, das werde ich irgendwie so ein Filler-Part oder so nennen, weil hier passiert nichts. So, FP. Ich glaube, sie hat zwar auch gar keine FP. Und sie hat, glaube ich, genug. KP. Hol mal KP. Elisa hat sich ja super gelohnt. Ja, jetzt noch Jude. Okay. Bei ihm weiß ich, bei ihm lohnt sich auf jeden Fall noch. Zack. New. Boah. 4 Stück auf einmal. Davon rede ich doch. So, das könnte ich nehmen. Und der Part, in dem nichts passierte. Hier vielleicht? Jawohl. Zweites Arzt. Ah! Cool. So, Kugel 1. Nö. Hätte ich auch alles auf Screen machen können eigentlich, aber ich muss alles zeigen. Ihr müsst hier an alles beteiligt sein. Das muss einfach. Und Vitali. So. Titel haben wir nicht bekommen. Schade. So, erstmal Fähigkeiten gucken. Intelligenz brauchst du nicht. Ganz dumm, dumm sein wie Stroh. Senk A-Verteidigung und erhöht die P-Verteidigung 25. Okay. Nein. Nein, KP und TP gewinnen habe ich weggemacht. Brauche ich nicht. Gehaltene Grenze, Sicherheitsnetz, natürliche Erholung. Machen wir das hier. So. Vitali. Und Dunkelschutz weiß ich nicht. All diese Sachen hier nach dem Kampf und so KP wieder zu bekommen, das können wir wegmachen. Da brauchen wir nicht im Boss kämpfen. So, wieder hoch und wir bekommen es halt Dunkelschutz. Und jetzt kannst du wieder Dinge reinmachen, super. Halte 100 Z pro 7 Treffer in der Luft. Ma, kann ich nicht. Ah ja, mach das. Oder das. Hört ihr, so. Roaren. Vitalität, einfach so. Punkt kommentieren. Kommentieren, nein. Feldschutz, ja, machen wir das. Die Chance, einen Feind mit einem magischen Angriff, geil. Sie hat keine mehr. Und sie hatte, glaube ich, genug. Stärke braucht sie nicht. Da gehen wir einfach. Ah, gar nichts passiert jetzt bisher. Außer kaufen und leveln. Gehen wir schon mal rein wenigstens. Ich habe übrigens den Magnus Zero trainiert. Oder ist das Zero Magnus? Magnus Zero, ne? Hm? Da habe ich übrigens trainiert und das hat sich richtig gelohnt. Das Einzige, was mich genervt hat, waren hier diese komischen Mandragora, die die ganze Zeit meine Gruppe versteinert haben. Das hat ein bisschen genervt, aber egal. Übrigens ist Elise die stärkste in unserer Truppe, die ist immer ein Level voraus. Das ist einfach nicht zu fassen, deswegen beschwert sie sich auch die ganze Zeit, dass sie nicht kämpfen kann, deswegen packe ich sie jetzt mal rein. So. Ron steuere ich, glaube ich, mal. Weil mit ihm muss ich, glaube ich, nur ein oder zweimal Dingens machen. Hier, wie hieß das nochmal? Ja, Feuerbälle, ihr wisst schon, hier. Wo ich irgendwas drücken muss, während des Zauberns. So, speichern wir hier. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen, geil. Oh, fühlt sich so geil an. So, und dann würde ich mal sagen, wischen wir den Boden auf mit dem Typen. Wir werden es ja wohl hoffentlich jetzt schaffen. Wir haben bessere Ausrüstung, wir haben mehr Level, wir haben alles. Wir sind unbesiegbar. Der war auch Level 80. Und wir haben es ja schon bis zu den letzten dreien geschafft, also. Außerdem habe ich jetzt mehr Items wieder. Mir ist aufgefallen, Magnus Zero kann man keine Items kaufen. Das fand ich ein bisschen blöd. Na, was soll's. Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen Geld, womit ich mir andere Waffen holen kann oder ein paar Gegenstände hier. Damit ich die Shops aufleveln kann. Ey. Nein, ihr geht weg. Ich hasse euch wie ich eine. Ja, Rahmenschwarzfeder, den brauche ich jetzt gar nicht. Gruselige Fühler. Ah! Mann. So. Egal. Feuerball.
Bams, Bams, Bams. Zack. Ich habe sogar mal geschafft, hier gegen, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 12 Gegner auf einmal zu kämpfen. Oder 13. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass man gegen so viele Gegner auf einmal kämpfen kann. Hat mich doch ein bisschen schockiert. Und Art Abstimmungsmeister. Geil. Ja, das meinte ich. So. Kann das auch wieder gehen. So, als nächstes werden wir mal mit Elise verbinden, weil sie hat auch hier ihre Meisterversion von diesem Titel. Glaube ich bald. Für Titelpunkte haben wir 5240. Geil. Nein, gegen euch kämpfe ich nicht. Ihr seid nach. Ja, ich muss zurück. Verdammt. Er ist so kacke, ne? Ich lande immer da hinten. Denke, ich muss dann irgendwo hier runter. Aber in Wirklichkeit ist der nächste Gang irgendwo da hinten. Das ist so verwirrend, ne? Ich könnte ausrasten. So. Mann! Ah! Elise. Los, klau ein paar TP. Nur ein paar geht schon. Ja, okay. Ein oder zwei Mal, glaube ich. Zack, aua. Aua, aua. Zack. Fuck, das hier wollte ich machen. Mann, lass mich machen. Lass mich machen, danke. Tipo Rage. Ha. Hua. So, und du. Haha. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir nur ein, zwei Level-Ups bekommen würden. Und Seelensymphon. Ha! Ich glaube, mir ist auch aufgefallen, dass hier dieses Gebiet nicht zufallsgeneriert ist. Weil die ganzen Orte, wo wir das erste Mal durchgegangen sind, sind genau die gleichen. Denke ich. Okay, ich hoffe, ich schaffe noch bis zum nächsten Speicherpunkt hier irgendwo. Ich brauche kein Geld. Ja doch, ich brauche schon Geld, aber so Shop aus Aufrüstung wäre auch gut. Geld ab, Geld 48.000. Wow. Das ist viel, finde ich. Das ist viel, oder? Hey, da ist was. Das habe ich noch nicht auf meiner Karte. Saphirschale, geil. Das war nicht auswendig, was jeder Gegenstand bringt, aber egal. Hier ist noch was. Kadam! Aber brauche ich nicht. Weil ich, wie ich mich an mein Gesicht gekratzt habe. Also. War nix. Falscher Alarm. Keine Panik. So. Und den Beutel will ich haben. Den Sack meine ich. Beutel sind kleiner, das weiß ich. Okay, da oben ist ein Speicherpunkt, das weiß ich. Ich kenne schon das ganze Gebiet hier auswendig. Ich hab's bis zu diesen Berg hier immer gespielt. Ich glaube, das war doch da, wo wir gegen diesen Typen gekämpft haben, ne? So. Erste Male. Verdammt. Rüstung. Hier. Bringt zwar natürlich sehr viel. Und Fisch. Frische Fisch, frisch Fisch. Und Vögel. Super. Ich kann mir nichts leisten. Ah! Hab ich hier was auf Geld? Okay. Würde ich sagen, ich speichere nochmal. Oder, nee, komm, gehen wir den Rest auch noch. Uha! Gehen wir noch ein bisschen wenigstens ein Gebiet. Ohne Kämpfe, wenn es geht. Und dann versuchen wir es nochmal gegen diesen Typen. Und das ist eine Truhe. Wie gesagt, sie sind nicht zufallsgeneriert, habe ich das Gefühl. Deswegen sind da, glaube ich, gefixte Sachen, ne? Wer weiß, wann ich hier nochmal zurückkomme. Und ob ich die Dinger brauche. Gehst du weg? Okay, mir da. Könnte ich vielleicht auch mal benutzen, die ganzen Kräuter. Aber nee.
den Charakter noch ein bisschen weiter pushen, ne? Vielleicht werde ich auch noch ein oder zwei Offscreen, nein, diesmal falle ich nicht auf ein, zwei Offscreen Kämpfe noch machen. Und vielleicht noch ein Level Up rauszuholen. Dämonenkäferaugen. Ach ja, in die Löcher kann man übrigens auch wieder gehen. Oh, verdammt. Da ist nichts. Und jetzt wartet dieses verdammte Mandragora-Viech da, ich absolut nicht leiden kann, und ich bin ihn irgendwie ausgewichen, weil ich voller Pro bin. Mann. Bin ich gut. So. Einer. Am besten alle Kämpfe aus dem Weg gehen. Nein, und ausgerechnet das Viech, was ich nicht haben wollte, ist aufgetaucht und ich hau jetzt ab. Tschüss. Ich wollte mich noch verabschieden. Auf freundliche Weise. So. Da, okay. Der gelbe Punkt markiert das Ziel. Wutsch. In die Spülung rein. So. Ja, ich will jetzt kommen nicht noch mehr Gebiete bald. So, das ist noch ein neuer Schatz. Hallo. Na, auch hier? Ich droh. Ha! Armer Ritter. Bleh. Ich habe gerade irgendwie meine ganzen Nahrungsmittel verkauft, damit ich eine bessere Übersicht habe. Und ich werde auch mal im Bosskampf ein Gericht einsetzen, womit ich mehr Angriff, Verteidigung und so weiter und so fort bekomme. Weil dann müssten unsere Chancen noch mehr steigen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass Jude noch auf, ich weiß nicht, die Taktik von ihm war auf Schützen eingestellt, also nicht angreifen, also verteidigen. Vielleicht haben wir deswegen auch verloren, ich weiß nicht, obwohl ich ihn auch die meiste Zeit gezockt habe. Da sind Sheridan, kann ich verkaufen? Nein, verdammt, warum ist ja keiner, was soll denn das? Und wir sind hier. Perfekt. Oh, perfekt. Nein. Nein. Einfach nein. Wir rennen weg. Oh ja. Heute mache ich noch platt, damit ich vielleicht noch Geld habe. Für irgendwas. So, ja, dabei Handflächenschlag. Wir sehen, wie der weitergeht. Geht nicht. Soll das denn? Ach, ich habe da gar nicht ausgerüstet, ne? Verdammt. Ich habe da gar nicht ausgerüstet. Wunderbar, ich klappe. Verschweiben, Angriff auch nicht. Obwohl, das habe ich auch in analog. Das wird nichts bringen. Zack. Hoa. Miau. Geh kaputt, geh kaputt. So. Miau, boink. So. Ich glaube, das Geld hat nicht gereicht. So. Ist da noch jemand? Nö, verdammt. Obwohl, vielleicht reicht es. Irgendeine Waffe. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Will ich mehr? Ich will mehr, ja. So. Dann habe ich hier noch was vielleicht. Verdammt. Habe ich hier noch was? Eine Drachenseele. Ja klar, doch. Und hier. Ist jetzt eigentlich auch egal, ne? So, sind da neue Sachen wieder gekommen? Ernsthaft? Okay. Dann würde ich sagen, ich speichel hier, das ist ein Sack. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier. Oder vielleicht sogar vorm Boss schon. Ja, ich glaube, vorm Boss machen wir lieber, weil das waren hier so Vorbereitungen, ne, damit ihr seht, auf was für ein Stand ich gerade bin. Ich werde dann noch ein paar Kämpfe hier absolvieren, damit wir vielleicht auch noch hier die Sachen aufleveln können. Und ja, ich würde erstmal sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part von Let's Play Tales of Xilla. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss.